Ferrari und Sebastian Vettel müssen im Qualifying-Duell mit Mercedes beim Großen Preis von Spanien ein Debakel fürchten. Formel 1 Qualifying zum Großen Preis von Spanien ab 15 Uhr im Live-Ticker. Weltmeister Lewis Hamilton drehte im Abschlusstraining am Samstagmittag die mit großem Abstand schnellste Runde. In seinem Silberpfeil umrundete er den Circuit de Barcelona-Catalunya in 1:16,568 Minuten. Bildergalerie Formel 1, so könnten die Boliden 2021 aussehen. 12 Bilder auf den Rängen 2 und 3 folgten mit mehr als einer halben Sekunde Rückstand. Vettels Teamkollege Charles Leclerc, Monaco, 1:17,099 und WM-Spitzenreiter Valtteri Bottas, 1:17,123 im zweiten Mercedes. Der Finne, am Freitag schnellster Mann, verpasste weite Teile des dritten Trainings nach einem Ausritt ins Kiesbett. Vettel, Heppenheim, 1:17,172, hatte auf Platz 4 mehr als 6 Zehntelsekunden Rückstand. Jetzt aktuelle Fanartikel zur Formel 1 kaufen, hier geht's zum Shop. Anzeige für Renault Pilot Nico Hülkenberg, 1:18,350, reichte es zum 12. Platz. Der Emmericher landete damit vor seinem Teamkollegen Daniel Ricciardo, Australien, 1:18,974, der nur 17. wurde. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga, Videobeweis verhindert Bayern Partie int. Fußball, Premier League. Darum wollte United De Ligt nicht. Eishockey, ABM Superstar Dreisaitl erlöst DEB Team. Motorsport, Formel 1. Bottas auf Pulle, Vettel chancenlos. Fußball, Bundesliga. BVB gibt Druck an Bayern weiter. Ferrari zieht Motoren-Update vor. Ferrari hatte angesichts von 4 Mercedes-Doppelsiegen in den ersten 4 Saisonrennen sein Motoren-Update vorgezogen. 2 Rennen früher als geplant wurde für Spanien der neue Antrieb eingebaut, um die Lücke zu schließen. Doch das gelang offensichtlich nicht. Zudem bewahrheitete sich, was Vettel schon im Vorfeld befürchtet hatte: der SF90 hat weiterhin große Probleme mit langsamen Kurven, teilweise wohl, weil das Temperaturfenster der Reifen nicht getroffen wird, um den nötigen Grip zu erzeugen. Allein im langsamen letzten Streckenabschnitt verloren die Ferrari daher rund eine halbe Sekunde. Let's block it's why.